Hi, willkommen bei Ronalex Briefmarken-Ecke. Heute möchte ich den Blick nun wieder Richtung sowjetische Besatzungszone lenken. Denn in der dortigen Zone gibt es noch einige Postdirektionen, deren Ausgaben ich euch noch nicht gezeigt habe. Und daher möchte ich euch heute die Ausgaben der Postdirektion Provinz Sachsen etwas näher bringen. Doch schauen wir uns zu Beginn noch etwas mal genauer an, welches Gebiet die Postdirektion Provinz Sachsen denn überhaupt umfasst und wo diese denn lag. Für euch könnt ihr dann wieder Google Maps erkennen. Hierbei möchte ich euch die Postdirektion Provinz Sachsen jetzt etwas näher bringen. Doch zu Beginn, Postdirektion Provinz Sachsen. Provinz Sachsen ist jetzt keine Stadt, sondern es handelt sich hierbei um eine Region. Daher ist die spannende Frage, wo hatte die Postdirektion ihren Sitz? Dies war in Halle-Saale der Fall, wie ihr hierbei dann auch im Süden der Karte erkennen könnt. Ab dem 23.07. umschloss dieses Gebiet dann auch noch den Regierungsbezirk Meersburg. Und ab dem 26.07.1945 war in diesem Gebiet dann auch noch die Reichspostdirektion in Magdeburg enthalten. Die Reichspostdirektion Magdeburg könnt ihr dann hierbei auch im Norden der Karte erkennen. Und dies ist dann auch schon das gesamtheitliche Gebiet, in dem die Postdirektion Provinz Sachsen tätig war, beziehungsweise in dem die Ausgaben der Postdirektion ihre Gültigkeit hatte. Nach der sowjetischen Besatzung Anfang Juli 1945 wurde der Postverkehr am 2.7.1945 im Stadt- und Landkreis Halle-Saale eröffnet und dann auch gegen Ende Juli 1945 allmählich erweitert, bis er dann ab dem 10.8.1945 mit allen Teilen der sowjetischen Besatzungszone wieder möglich war. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wurden die Briefe jetzt überhaupt freigemacht? Denn es gab am Anfang ja noch keine Postwehrzeichen. Ist eigentlich ganz einfach. Auch hier gab es jetzt diese Aufbruchsprovisorien, sprich die Ursprungsmarken des Deutschen Reiches wurden hergenommen, wurden überdruckt mit einem neuen Überdruck, sodass das Markenbild nicht mehr ersichtlich war und mit diesen Marken wurde dann der Brief oder die Postkarte freigemacht. Sehr häufig kam es jetzt aber auch natürlich vor, dass man mit seinem Brief oder seiner Postkarte, hier könnt ihr so ein Exemplar sehen, zum Postschalter gelaufen ist, hat dann beim Postbeamten den Brief aufgegeben, hat die Gebühr für den Versand des Briefstücks dort direkt entrichtet. Der Postbeamte hat einen Stempel mit Gebühr bezahlt, abgeschlagen auf dem Briefstück und daneben einen Tagesstempel des Postamtes. Und anschließend wurde dieses Briefstück oder die Postkarte ganz normal postalisch befördert. Doch als es dann die Postwehrzeichen endlich gab, dann waren natürlich endlich Postwehrzeichen zur Verfügung, um Briefe und Postkarten freizumachen. Und genau diese Postwehrzeichen, die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Für euch seht ihr jetzt die erste Dauerserienausgabe der Postdirektion Provinz Sachsen. Michelnummer 66 bis Michelnummer 71. Die hierbei gezeigten Marken wurden am 10. Oktober 1945 verausgabt. Die hierbei gezeigten Marken tragen Wasserzeichen. Hierbei gibt es Wasserzeichen 1x, stufenfallend, und Wasserzeichen 1y, stufensteigend. Die gerade gezeigten Marken waren nun Michelnummer 66 bis 71 und ihr fragt euch natürlich, wurden die Marken auch tatsächlich verwendet? Ja, wurden sie. Denn hier könnt ihr jetzt einen wunderschönen Beleg sehen. Schöner Bedarfsbrief mit einer portorichtigen Einzelfrankatur, 80 Reichspfennig, also die Michelnummer 70 könnt ihr hierbei sehen. Der Brief lief am 3.11.1945 innerhalb von Dessau als Ortsbrief und war daher mit 8 Reichspfennig in der Portoperiode bis zum 28.02.1946 portorichtig freigemacht. Doch lasst uns jetzt mal noch die anderen Ausgaben anschauen, die die Postdirektion Provinz Sachsen herausgegeben hat. Als nächstes möchte ich euch nun Michel Nummer 72 zeigen, den 10 Reichspfennig Wert, herausgegeben im Dezember 1945. Dieser 10-Pfennig-Ergänzungswert war in der ersten Dauerserie bei der ersten Ausgabe jetzt nicht vorhanden, aber zum Erstellen der entsprechenden Portostufen bzw. zum Freimachen von Briefen waren die 10-Pfennig durchaus notwendig und aus diesem Grund wurde dieser Wert hierbei noch nachgereicht. Als nächstes seht ihr jetzt Michel Nummer 73 bis Michel Nummer 84. Die hierbei gezeigten Marken wurden zwischen November und Dezember 1945 herausgegeben. Auch hier gibt es wieder die beiden Wasserzeichen 1x und 1y. Wie ihr aber jetzt für das sehr, sehr schön erkennen könnt, sind die Marken nun jetzt nicht mehr geschnitten, sondern die Marken wurden nun gezackt. Sprich, die Marken in den Bögen wurden gezähnt und konnten dann bedeutend einfacher vom Postbeamten aus dem Bogen herausgetrennt werden. Bei den hier gezeigten Ausgaben, Michel Nummer 85 und 86,
wurden jetzt nicht mehr herausgegeben mit dem Wappen der Provinz Sachsen, sondern diese tragen nun ein Markenbild, wie ihr hierbei sehr schön erkennen könnt. Anlass ist die Bodenreform 1945. Die gezeigten Marken wurden am 17. Dezember 1945 herausgegeben. Vor euch seht jetzt nochmal zwei Eckrennstücke der Michelnummer 86. Auf den ersten Blick könnt ihr keinen Unterschied erkennen. Da schauen wir uns das linke und das rechte Eckrennstück etwas genauer an. So stellen wir doch fest, dass sich die Eckrennstücke etwas voneinander unterscheiden. Und das ist eben damit begründet, dass sich es bei den linken Marken um einen Versuchsdruck handelt. Die Identifizierung dieser Seltenheit ist nicht ganz einfach. Sie wurden in etwas dunkleren Farben gedruckt. Es wurden allerdings dieselbe Papier und dieselbe Gummierung benutzt wie für die Schalterauflage. Klar unterscheidbar sind sie jedoch durch die Randstücke. Denn bei den Versuchsdrucken finden wir stehende Summenzähler, wie ihr links oben erkennen könnt. Dagegen bei der Schalterauflage liegende Summenzähler und einen unbedruckten rechten Bogenrand. Dagegen ist die Schalterauflage Bogenrand mit Summenzähler bedruckt. Für den Wiederaufbau wurden jetzt die hier gezeigten Werte verausgabt. Diese tragen Zuschlagswerte. Michelnummer 87 bis Michelnummer 89. Hierbei könnt ihr dann die Zuschlagswerte 6 plus 4 Reichspfennig, 12 plus 8 Reichspfennig und 42 plus 28 Reichspfennig auf den Marken erkennen. Die hierbei gezeigten Marken wurden zwischen dem 19. Januar und 21. Februar 1946 verausgabt. So, zu guter Letzt gibt es jetzt noch mal eine Ausgabe zur Bodenreform 1945. Die Marken kommen euch bekannt vor. Hierbei handelt es sich jetzt aber um die Michelnummer 90 und 91. Bei diesen Marken gibt es nun vier verschiedene Wasserzeichen. W nach rechts liegend, X nach links liegend, Y kopfstehend und Z normalstehend. Jetzt ist natürlich die Frage, warum tragen diese Wasserzeichen, die ihr hierbei kennen könnt, griechische Buchstaben? Dies ist damit begründet, dass für den Druck dieser Briefmarken auf sogenanntes Zigarettenpapier zurückgegriffen wurde. Dieses Papier war eigentlich für den Druck von griechischen Steuermarken vorgesehen. Aus diesem Grund trägt dieses Papier dann auch die Wasserzeichen mit griechischen Buchstaben. Aus diesem Grund ist das Papier auch sehr, sehr dünn und sehr, sehr durchlässig, um das Markenbild leider etwas schlechter zu erkennen. Die gezeigten Marken wurden am 21. Februar 1946 verausgabt. Hierbei handelt es sich jetzt auch um die letzten Ausgaben, die von der Postdirektion Provinz Sachsen herausgegeben wurden. Dies waren jetzt auch schon die Ausgaben der Postdirektion Provinz Sachsen. Die gezeigten Ausgaben, Briefmarken wie auch Briefe, stammen alle von Rüdiger. Rüdiger, vielen Dank dafür, dass du mir die Scans hierfür bereitgestellt hast. Das Gebiet der Postdirektion Provinz Sachsen ist natürlich ja sehr übersichtlich. Es waren jetzt 25 Marken, die ich euch hierbei zeigen konnte. Aber es ist doch noch ein schönes, in sich abgeschlossenes Sammelgebiet. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Nachmittag, viel Spaß und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Also, bis dann. Ciao.